Zack. Wie ich gesagt habe, wir vernichten im nächsten Video. Weiter geht es mit Lufia Forgotten World, einem Spiel von COP2608. Nein, noch einer. Aber gut, wir sind aufgeskillt, wir haben Silberwaffe, wir haben tolle neue Rüstung. Wir haben ein Vampir vernichtet, was soll er schon an Schleim machen? Ah, schade, ich dachte ein verstecktes Gebiet. Ist das eigentlich eine Demo oder eine Vollversion? Ich glaube, eine Demo. Ach, ich wollte gar nicht hin. Mal sehen, ob hier irgendwas ist. Nein, schade. Versteckte Gebiete wären mal interessant. Oh Gott. Neue Gegner. Blutsauger darf ich nicht vergessen. Hihihi. Okay. Moskito sieht aus, könnte es uns irgendwie vergiften. Oder sonst irgendeinen Zustand zufügen, der uns nicht gefällt. Ich hasse Moskitos. Halten aber viel aus. Ihr seid jetzt Toast. Pilztoast. Aber lasst die Augen drin, denn die schmecken am besten. Mach sie fertig. Oh Mann. Hoffentlich bringen die hübsche Erfahrungspunkte. Ich glaube, diesen Wüstenteil umgehen wir mal besser. Obwohl, nein, lieber doch nicht. Lass uns mal lieber gegen starke Monster kämpfen. Umso mehr Erfahrungspunkte erhalten wir. 34 Erfahrungen, 17 Goldmünzen. Wir sind Dämonenjäger und Kämpfer. Ausgerüstet mit einem Obstmesser sind wir der Dämonenjäger schlechthin. Jawohl. Noch mehr. Blutsauger. Och, hier auch. Ich frage mich echt, wann wir das gelernt haben. Vielleicht war es ja einer von euch. Habe ich nicht aufgepasst? Also dieses Blutsauger ist echt praktisch. Ich finde es so komisch, dass wir sowas erlernt haben. Ich meine, wir sind Menschen, keine Vampire. Oder doch? Auf jeden Fall praktisch. Komm, ich mach wieder ein Level. Ja. Ah, Gott. Stimmt, hier gibt's sehr viele Monster. Die Story besteht nur aus Monsterkloppen. Aber es ist wenigstens ein schönes Kampfsystem. Ist der Standard vom 2000er. Der macht noch ein bisschen was her. Weil er so klassisch ist. Wisst ihr eigentlich, warum ich RPG Maker 2000 und 2003er Spiele spiele und nicht XP oder VX? Okay, XP nicht, weil die nicht auf meinem Rechner laufen. VX, ich weiß nicht, ob VX laufen, aber die Grafik gefällt mir noch nicht. Also, die haben echt hässliche Sets. Moskito-Bezogen. Nee, oder anders. Ich wollte mal wissen, warum ich den RPG Maker 2000 bzw. 2003 so mag. Es ist einfach dieses Klassische. Ich habe mir damals den RPG Maker zugelegt, eben wegen der Grafik, wegen den Möglichkeiten. War so, es war so alt, so klassisch, so alte Spiele mäßig. Das hat mich sehr gereizt. Und auch heute noch. Ich will gar nichts Neues. Neue tolle Grafik. Es ist nichts für mich. So. Sie haben recht, am besten verlassen kann man sich eben nur auf sich selbst. Geht nicht durch Leute hindurch.
Nein, erstmal kaufen wir ein. Wir suchen mal übernachten. Wie viel kostet es denn hier? Auch 5G. Badet, badet, badet. Fame. Du, 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 du. Hallo, grünhaarige Schönheit. Die mutigsten Männer der Stadt sind zum Polartempel Nord aufgebrochen, um herauszufinden, ob dort der Grund für die seltsamen Träume zu finden. Seltsame Träume? Wovon sprechet ihr? Ich werde nun in jenes Haus hier eindringen, um zu sehen, was es zu räubern gibt. Tja. Albträume. Kommt drauf an, um was es sich handelt. Wieso kriegen die Frauen keine Albträume? Haha. Interessant. Oh, ein neues Symbol. Das heißt, wir können wohl was Neues kaufen. Guten Tag, junger Mann. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Magie. Oh, wir können Magie kaufen. Glutregen. Lehrt den Zauber Glutregen. Kiesel. Heil. Naja, wir haben unseren Diss, also. Achso, Antikörper, der halt uns wahrscheinlich von Vergiftung oder so etwas. Kann mir gut vorstellen, dass es ja noch sehr nützlich sein wird. Okay, Glutregen nehmen wir auch. Müssen wir nicht gleich übertreiben. Kiesel, ne? Okay, Antikörper lernen. Wir nehmen mal 2 Stück. Okay. Item. Glutregen. Für Dan. Antikörper für Dan und für Lloyd. Okay. Sehr schön. Was gibt's sonst noch zu kaufen? Vielleicht neue Waffen, aber die können wir uns wahrscheinlich eh nicht mehr leisten. Wir können allerdings auch was verkaufen. Wir haben ja. Die tollen Anhänger gefunden. Daher kommen wahrscheinlich auch unsere Fähigkeiten. Lass mich mal kurz nachsehen. Blutsaugerstein. Ja, daher kommt diese Fähigkeit. Ah, das ist cool. Gut, dass wir das ausgerüstet haben. Dann brauchen wir auch Heilung erstmal nicht. Okay, trotzdem mal sehen, was es so gibt. Kaufen. Kraft. Bumerang. Trifft alle Gegner mit einem Bumerang. Oh, wenn ich nur wüsste, wie stark er ist. Kraftsirup halt 100 KP, halt ein. Nee, wir haben ja einen Zauber. Da haben wir noch genug Items. Brauchen wir nicht. Oh, komm, kaufen wir mal einen Bumerang. Mal sehen, wie stark der ist. Okay. Trifft alle Gegner mit einem Bumerang. Ach so, das ist wahrscheinlich ein Einmann. Das ist wahrscheinlich gar keine Ausrüstung. Sondern. Heilvergiftung. Schade, ich dachte, das wäre ein Ausrüstungsgegenstand. Ja gut. Merken wir uns den mal für ganze Gegnerhorden vor. Ach, schade, dass ich jetzt so viel Geld dafür ausgegeben habe. Egal, wenn wir es auf sehr viele Monster treffen sollten, dann haben wir das Geld eh wieder inne. Außer wir verplempern es für neue Heiltränke. Schrecklich. Hoffentlich kriegen wir keine Albträume, denn wir sind echte Männer. So. Bum, bum, bum. Ein Shop, noch ein Shop. Hier ein Shop, da ein Shop. Hier kann man wahrscheinlich Ausrüstung kaufen. Ja, ach nein, so ein Mist. Ah, wir sind schon unser Geld ausgegeben. Werden wohl noch ein paar Monster niedermähen. Na, mal sehen, was wir denn machen. Im nächsten Video erfahren wir mehr.